Jola, das Spiel von heute 0-0, es hätte auch 3-3, 5-5 stehen können, aber Freiburg hatte die besseren Möglichkeiten. Ja, wir waren besser im Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, und konnten mehr Tore schießen, haben sie leider dann nicht, im Schluss nicht gemacht, aber... Ja, das kann ja, natürlich kann passieren. Halt nicht sagen. Wie schaust du zurück nach der Saison in die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga? Für uns war das sehr positiv. Wir haben jetzt in der Rückrunde nur 3 Spiele verloren und der Rest keine Niederlage. Und für uns war sie positiv und wir können jetzt beruhigt in die Sommerpause gehen. Ja, da gibt es auch noch keine Vorbereitung für eine EM. Normal bist du da auch dabei. Ich denke, es gibt eine kleine Ferie und dann Vorbereitung. Ja, wir machen jetzt, Svenja und ich machen 2 Wochen Pause und dann geht es in die EM-Vorbereitung und dann an die EM. Ja, mit einer ganz schweren Gruppe, Schweden, Niederlande, den Titelverteidiger und der zweite von den Olympics. Mhm. Und dann noch Portugal ist dazugekommen für Russland. Ist eigentlich eine ganz schwere Gruppe, nicht? Ist eine schwere Gruppe, aber ich sage, an der EM, an so Turnieren ist alles möglich. Wir sind auch die Schweiz, wir sind nicht grundlos an der EM und deswegen müssen wir zeigen, was wir können. Und wie schaust du eigentlich, um in England zu spielen, das Land, wo auf dem Moment Frauenfußball 100% lebt? Auf jeden Fall, man hätte nicht einen besseren Zeitpunkt finden können, dass man die EM jetzt in England macht. Und wir freuen uns alle und sind gespannt, wie es wird. Dann würde ich sagen, genieße nun die Ferien und dann auf nach die EM und da sehen wir uns. Dankeschön. Danke.